Ja, hallo liebe Pflanzenfreunde, wir sind weitergezogen in ein super Sahne Naturschutzgebiet, das ist das NSG Maoyan, das ist ein sogenannter Erdfall und hier wachsen auch besondere Moorarten und wir sehen hier zum Beispiel an dieser Kante den Erdfall, das heißt eiszeitlich war hier eine Einsenkung, nacheiszeitlich ist praktisch der Boden eingefallen, da war vielleicht vorher eine Wasserlinse. Und die ist eingesackt. Man sieht, wie der Wald, wie die Kante hier 15 bis 20 Meter hoch geht und praktisch hier diese Einsackung bildet. Und was man hier überall sieht auf der Fläche, sind diese weißen Tupfer. Das ist das Scheidenwollgras. Das Scheidenwollgras hat geblüht, blüht jetzt hier noch ein bisschen nach. Die Hauptblütezeit ist im Mai. Und Scheidenwollgras deswegen, weil wenn man das Wollgras nimmt, kann man es einfach rausziehen. Ja? Es ist nicht fest verankert, sondern es ist einfach nur in einer lockeren Scheide im Busch, im Bult, hier ist der Bult, einfach verankert. Man kann die Pflanze also einfach rausziehen, ohne Mühe. Das ist das Besondere an dieser Art, freue mich, wenn ich das zeigen darf, das Scheidenwollgras. In anderen Bundesländern eine Rarität, in Niedersachsen, vor allem im Tiefland, noch weit verbreitet und auch im Harz. Der rundblättrige Sonnentau. Der rundblättrige Sonnentau blüht noch nicht. Hat diese tentakelartigen Blätter, wo die Fliegen sich und die Mücken sich verfangen und hat diese Rotfärbung. Rotfärbung bedeutet immer eine Anpassung an sehr hohe Hitze und Sonneneinstrahlung. Das heißt, die Arten müssen sich schützen, indem sie das Blatt grün nach innen ziehen und das Blatt rot nach außen, um sehr viel Licht auch zu reflektieren. Neben Moosbeere, Scheidenwollgras und Co. haben wir hier eine floristische Besonderheit. Das ist die Blumenbinse. Die Blumenbinse war in Niedersachsen lange Jahre vom Aussterben bedroht. Wir haben aber jetzt 5, 6, 8 schöne Vorkommen, sodass wir diese Art nur noch als Rotliste 2 einstufen. Das ist gefährdet. Das ist diese Pflanze, die hat im Mai geblüht und hat jetzt diese kugelartigen, halbkugelartigen Früchte, diese Knubbel, das sind sogenannte Balgfrüchte. Daran erkennt man die. Die Pflanze sieht aus wie eine Binse, deswegen heißt sie auch Blumenbinse. Und das Letzte, was ich Ihnen hier zeigen will oder euch, das ist die Sumpfkaller oder das Schweinsohr. Das Schweinsohr hat hier große Bestände, auch ist ein Aronstabgewächs. Und man sieht hier die Art auch extra für uns heute nochmal geblüht. Blüht hier nochmal nach. Hier muss man aufpassen, dass man sich hinfällt. Hier die Sumpfkaller. Subtropisch, tropisch anmutend. Mit den großen Blättern heißt deswegen auch Schweinsohr. Schweinsohren hier am Boden. Wo gibt's das? Ja, hier gibt's das. In Niedersachsen hat alles. Viele Schweine in den Ställen, aber auch viele Schweinsohren am Boden in den Sümpfen.